Okay Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Inosuma 11 2 Feuersturm. Ach, ich habe lange nicht mehr das gezockt. Mal sehen. Hier entlang. Waren brave Jungs, dürfen sich meine Waren anschauen. Warst du ein braver Junge? Das klingt ein bisschen pädophil, aber naja. Herzlich willkommen in Osaka. Ich habe lauter leckere Sachen im Angebot. Kommt näher und sucht euch etwas aus. Ich habe einen Riesenlolli für euch. Mein Ziel ist da unten. Finde Sonny Raymonds Butler. Vor einer Weile stand vor einer Pfannkuchenbeute ein zwielichtiger Typ in einer schwarzen Anzug. Der Pfannkuchenbeute ist der auch Notausgang raus. Dann direkt zu rechts. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Irgendwas war da. Wir machen wieder die Kamera so. Was hast du denn zu verkaufen? Irgendwie brauche ich diese Items nicht. Mal sehen. Ob ich wohl eine riesige Berg Süßigkeiten für das wenig Geld kaufen kann? Zeit, mein Verhandlungsgeschick zu trainieren. Ach so. Dürfe es wieder ein paar Tintfischringe als Hauptgericht sein? Eine echte Spezialität in Osaka. Sehr lecker. Warum nicht? Entschuldigung, aber ich bin pleite. Wieso? Habe ich nach irgendeinem Geld gefragt oder was? Jetzt sind wir schon den ganzen Weg nach Osaka gegriffen, aber lass uns wenigstens ein gutes Essen gehen. Achso, er hat mit der Frau geredet. Und du hast sie verbrannt. Ah. Okay. Finde den Butler. Großer Sportladen. Puh, ich bin so satt, ich kann nicht mal mich bewegen. Und du? Ich bin noch nicht fertig hier. Ich bin den ganzen Weg nach Osaka gekommen, also werde ich essen, bis ich fast platze. Ich hätte fast diese Truhe vergessen. 100 Teampunkte. Wozu sind eigentlich diese Teamgeistpunkte eigentlich da? Ich habe das bisher nicht so. Warte. Bestimmt ist irgendwo hier eine fucking Truhe, die ich nur mit der Kameradrehung noch sehen kann. Ich kann es mir vorstellen, dass die Entwickler sowas Beschissenes hinbekommen haben. Passt bloß mit den Menschen auf, die es hier gibt. Verschätzt euch nicht mit denen und ihr werdet euer Leben nicht mehr froh sein. Wieso? Offensiv plus. Was ist. Was? Die vollen Bäuche. Okay, mal sehen, ob ich noch das kann. Schießen wir mal einfach. Kann das noch. Tolles Tor! Gut, dass Janus jetzt unser Team ist. Der ist ein gutes Mitglied dazu. Ich mag ihn auch irgendwie. Ist korrekt. Habe ich mit dem Typen schon geredet? Letztens war ich mit Zoe von der Pfannkuchenbude beim Karaoke. Wir haben so viel gesungen und gegessen und ich habe alles bezahlt, aber am nächsten Tag war ich dann pleite. Ich weiß, also ist alles meine Schuld, aber bei diesen Mädels aus Osaka. In Osaka kann ich einfach nicht neid nehmen. So, sind die alle so geil auf oder was? Welches ist das lustige Sicht hier? Das Pferd, weil es die ganze Straße veräppelt? Check ich nicht. Checkt es einer von euch? Der Laden da vorne gibt es bis von der Welt. Dort arbeitet auch Zoe. Wenn ich groß bin, werde ich auch Zoe. Okay. Kamera drehen. Scheiß Kamera hier. Hallo, reden? Was? Okay. Man sieht, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Die Sahneschnitten. Igitt. Die Jungs, die sich als Sahneschnitten ausgeben. Schießen wir einfach mal. Was ist das denn für eine? Er hat die Sumbu-Power. Schießen wir. Ach, Kid ist mein bester Spieler. Aber ich muss noch die jeweiligen Spezialattacken alle trainieren. Meine Fresse. Ob ich noch nicht genug bestraft bin mit Monster Tail, wo ich alle Formen trainieren muss.
Hallo Hühnchen. Uff, hallo mein Freund, ist da etwas fressen für mich? Auf jetzt, nun gib mir schon den Knochen. Willst du meinen Knochen essen? Oh, schau dich nur an. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht so viel anfangen. Hä? Ach, der ist schon besoffen hier. Nimm mal diese Schluckspechte. Okay. Erstmal diesen Blitz anschauen. Ausdauer, warum nicht? Ausdauer. 28, komm, mag mal. Weil du es kannst. Wieso wird da die Ausdauer gesteckt? Man nimmt da sehr viele Kohlenhydrate zu. Wieso? Muss ich das verstehen? Man nimmt eigentlich sehr viel zu, wenn man das machen würde. Das ist so, als nächstes bringe ich mir meine Eltern zu, dass sie mir nach Nivaland gehen. Oh, da ist eine Truhe. Junge, geh weg. Hyperriegel. Sieht aus wie ein Schokoriegel. Fuck you. Puh. Diese leckeren Pfannkuchengeruch. Wenn ich nicht schon dreimal zu Mittag gegessen hätte. Ach, egal. Oh, Freundin Nelly, wie lange sind Sie schon hier? Lange genug, haben Sie mich etwa nicht bemerkt? Oh, ich war mit mir ein paar Dinge, andere Dinge dazwischen gekommen. Aber ich schwöre, dass meine Verspätung überhaupt nichts mit dem deliziösen Geruch dieser leckeren Pfannkuchen zu tun hatte. Lassen wir das doch erstmal außen vor. Konnten Sie etwas über den Aufenthaltsort von Alice in Erfahrung bringen? Ach ja, natürlich, Alice. What the fuck, ist das eine Pumpe? Mir wurde diese hochentwickelte Gerät hier ausgehändigt, um das Versteck von Alice zu versuchen. Wenn man das genauso auf den Boden stellt, dann spürt es die spezielle Energiesignatur auf, die von Alice ausgestrahlt wird. Je näher man also Alice daran ist, desto stärker schlägt das Gerät aus. Präzise, geben wir dem Baby mal ein bisschen Saft. Ich meine, sollten wir schatten jetzt mal an. Piep, 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 blub, 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 Dinosaur King, piep, piep. Ist mit dem Gerät alles in Ordnung? Piep, 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 boom! Oh, ich habe Angst. Ja, sehr hochentwickelt. Sie haben besser eine gute Erklärung dafür, was Sie mit den Maschinen gemacht haben. Es tut mir leid, Freundin Nelly, ich schwöre, es war nicht meine Schuld. Vielleicht ist die Energiesignatur von Alice hier einfach zu stark. Das würde bedeuten, dass das Versteck von Alice tatsächlich hier in Osaka ist. Durchaus möglich. Ich bin mir echt sicher, dass der Fall nach Ort 9 gezeigt hat. Hat kurz vor das Gerät explodiert ist. Ah, was befindet sich eigentlich nördlich von hier? Nördlich von hier? Dann wäre das wohl das Naniva-Land. Aber das ist ein Vermittlungsbahn. Ich bezweifle, dass Aliens sich an einem so viel besuchten Ort verstecken würden. Aber andererseits ist der Ort perfekt geeignet, damit würde niemand rechnen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Auch wenn es Naniva-Land. Darf ich auch ein bisschen mal... Ich will noch nicht sofort. Hey, pass gefälligst auf, wo du hinläufst. Hoppala, mein Fehler, ich schwöre, ich bin schwer beschäftigt. Ein Mädchen wie ich hat keine Zeit zu bremsen. Fettes Tier. Autsch, mein Rücken. Die hat mich platt als wie ein 10 Tonnen schweres Last. Hey, Ironside, trödel nicht herum, wir müssen weitersuchen. Ist ja schon gut, ich komme. Hallo, ich will noch nicht. Ich kann jetzt in Naniva-Land. Ist mir schon klar. Ich will aber erstmal ein bisschen untersuchen gehen und die Truhe öffnen. Finden wir. Okay. Und du, Frau? Der Landbesitzer hat ein seltsames Hobby. Er sammelt alle möglichen Dinge. Moment, sammelt er wohl Anleitungen für Spezialtechnik? Hä? Okay. Du? Ich kann in den Laden rein? Ich wusste es gar nicht. Hat mir so angezeigt, dass man da reingehen kann. Ja, Pfannkuchenmeister. Ah, okay, die reden ja und ist nicht der Butler. Okay, der gönnt sich wieder ein bisschen Pfannkuchen und du. Wir kommen aus der Pfannkuchen sind als das Bild. Schweinefleisch, Oktopus, Garnelen. Ich kann euch natürlich auch. Ach, die hat eine besondere Bedeutung. Die kommt noch später vor. Ihr werdet schon sehen. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen quatschen. Ah, okay, das ist der Typ. Kann ich die Anleitung hier kaufen? What the fuck, ist der Laden groß?
sehr lustig, was er sagt, wenn ich das hier in echt esse, wenn das hier ein Sonderverkauf sein soll, dann können die Preise auch ruhig ein wenig niedriger sein. Ach so, die Frau ist lustig, verstehe. Tritterlein? Was? So wird dich abblitzen lassen. Oh. Eine Runde Mitleid für den kleinen Wichser. Zu null Handschuhe. Wie viel Geld hab ich denn? Ich hab zu wenig. Dann machen wir das hier. Nein, warte. Zu null Handschuhe. Strahlend goldwarme Handschuhe, die den Wunsch zu siegen ins Gedächtnis rufen. Wir geben das Mark, er ist ja der Torwart unter uns hier. Hab ich das jetzt ausgerüstet oder habe ich das nicht? Und du? Mein Bruder sagt, dass ich sehr viel Sport treiben muss. Ja, Sport ist wichtig. Ohne Sport ist man fett. Ist die logische Schlussfolgerung. Wenn man keinen Sport macht, wird man fett. Oder nicht, Leute? Nein. Inventar, Ausrüstung. Zu null Handschuhe. Verteidigung ist so hoch. Kampfgeist. Ach komm, ich geb dir mal ein bisschen Kampfgeist. Ich weiß, was ich früher, als ich das gespielt habe, sehr viel Zeit investiert habe mit Trainieren und so. Karte will ich sehen. Warte, ich muss ja noch, oh, leck mich. Ich wollte noch in diesen einen Laden dahin. Komm, beeil dich, ich habe keinen Bock auf Zufallskämpfe. Bisher musst du nichts schneiden, ist ja gut. Aber bestimmt kommt gleich ein Kampf, wo ich was schneiden muss. Ah, da ist die Tür. Okay. Und du? Angeblich soll es ja eine Menge Anleitungen für Spezialsachen geben, aber ich habe noch keinen gesehen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Und bist du in einer Initiierung? Was zum Beispiel? Party zu machen? Yeah, juhu, seht mal, was ich drauf habe. Yeah, seht mal, was ich drauf habe. Lalilalala. Lulilululu. Auf geht's, das schaffst du. Ja, jo, du schaffst es. Und du? Wie kann man Anleitung kaufen? Dunkeltornado? Ach ja. Die Anleitung zum Erlernen des Totalpower-Schildes. Wirbel, Gleittor. Die Anleitung von Bomb-Meteor. Spinnnetz, Erdbeben, Phantom-Dribbling, Aurora-Dribbling. Superbrille. Oh Mann. Schollenattacke, dunkel, total. Was? Totalschlag? Falkenflug? Also Falkenflug. Das sieht mal interessant aus. Ich weiß auch schon, wen ich das gebe. Einen Lieblingscharakter von mir. Inventar Items. Oh nein, das war jetzt falsch. Spezialtechniken. Gebe ich Ihnen das? Oder soll ich Ihnen das geben? Ach, ich gebe Ihnen das mal. Technik erlernen. Dunkeltornado. Das ist ja die schwarze Version von Feuertornado, oder? Wenn man es bedenkt. Ja, das ist die schwarze Version, das ist von Shadow. Die man auch bei Inuzuma im Anime kennt und so. Und beim ersten Teil habe ich auch ihn noch geholt. Die Musik ist geil. Wow, ein echter Vergnügungsbaum mit einem Riesenrad um allen, was dazu gehört. Hier ist aber schon klar, dass wir hier nicht zum Vergnügen sind, oder? Ach, Nelly, sei doch nicht so eine Spielverderbin. Hier kann man so sicher eine Menge Spaß haben. Solange wir es in diesem engen Bus ausgehalten haben, haben wir uns auf jeden Fall ein wenig Entspannung verdient. Ja, Mark, meinst du das wirklich ernst?
welche die einzige, das ganz ernst nimmt. Hallo, wir müssen Alice und ihr Hauptquartier finden. Schon vergessen? Nicht aufregen, ihr Lieben. Du hast natürlich recht. Aber das ist echt ein großer Park hier. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns aufteilen und wir drin suchen. Das ist klar. Das ist eine hervorragende Idee, Mark. So wird es auch Alice schwerer fallen, uns zu entdecken. Ihr könnt alle hingehen, wo ihr wollt, aber passt auf, euch auch. Alice könnte hier überall sein. Gut, dann wäre das geklärt. Dann teilen wir uns auf und finden die Alice Versteck. Igitt. Und wir... What the fuck? Mark, wir sehen uns im nächsten Part. Gleich. Wieder wartet.